Jetzt beginnen wir ein neues Thema, und zwar kann man sich ja fragen, wozu braucht man eigentlich den ganzen Kram? Zahlentheorie, Primzahlen und so weiter und so weiter. Ne? Wozu braucht man das eigentlich? Bis vor nicht allzu langer Zeit hat man auch geglaubt, man braucht es eigentlich zu nichts, außer zu sich selbst. Ne? So, es hat einen gewissen ästhetischen Wert, sich damit zu befassen, einen gewissen intellektuellen Wert, und außerdem kann man damit promovieren. So. Aber wozu braucht man eigentlich Zahlentheorie? Ne? So. Und Zahlentheorie oder zahlentheoretische Überlegungen haben in der letzten Zeit an erheblicher Bedeutung gewonnen, und zwar, weil man sie braucht zur Verschlüsselung im Internet. Ein ganz berühmter Algorithmus, der RSA-Algorithmus, mit dem wir uns nicht heute, sondern nächste Woche befassen, der wird verwendet, um Dinge zu verschlüsseln. So, und wir wollen sozusagen rantasten an die Frage, warum verwendet man eigentlich den und nicht andere Verfahren? Ja? Und welche anderen Verfahren gibt es überhaupt? Und wir beginnen heute mit einem Verfahren, das ein relativ einfaches Verfahren ist und das man auch wunderbar in der Schule verwenden kann, um Verschlüsselung zu erklären. Und zwar heißt dieses Verschlüsselungsverfahren Cäsar-Verschlüsselung. Cäsar soll dieses Verfahren verwendet haben, um Geheimbotschaften zu übermitteln. Es ist aber ein relativ einfaches Verfahren. Einfach, das heißt, da kommt man eigentlich auch fast von selbst drauf. Schulkinder benutzen dieses Verfahren schon, um sich gegenseitig Geheimbotschaften zukommen zu lassen. Ja? Und man kann es auch in der Schule einsetzen, um das Verfahren relativ in der Verschlüsselung zu erklären. Also was bedeutet eigentlich Verschlüsselung? Angenommen, ich bin eine Person, ja, und, also angenommen, ich bin eine Person, ja, ich erfinde jetzt irgendeine Person, ne? Man nimmt häufig Alice und Bob, ja, Alice und Bob, weil A und B Anfangsbuchstaben, ist auch wurscht. Okay, also ich habe Alice und Bob, ja, Alice will Bob eine Nachricht zukommen lassen. Alice und Bob sind aber nicht am selben Platz. Das heißt, Alice und Bob können sich nicht einfach so sagen, ins Ohr flüstern oder so, ne? Sondern es muss ein gewisser Weg zurückgelegt werden dieser Nachricht. Also beispielsweise, Alice schreibt einen Brief und drückt den dem Briefträger in die Hand, ne? Und der Briefträger trägt den Brief zu Bob. Und das wäre eine Möglichkeit, oder? So. Jetzt will aber Alice, ne, weil es eine Geheimbotschaft ist, will sie vermeiden, dass der Briefträger zwischendurch bei den Brieföffneten reinguckt. Ne? Brief verschließen ist nicht wirklich sicher. Man kann irgendwie so über heißen Wasserdampf aufmachen, kurz reingucken, wieder zukleben oder so, ne? So. Also Alice will irgendwas Geheimes Bob sagen, zum Beispiel, ich liebe dich. Ne? Also Alice will die Nachricht, ich liebe dich, an Bob schicken, soll aber keiner mitkriegen, weil keiner soll mitkriegen, dass Alice Bob liebt. Okay? So. Also, die Nachricht muss möglichst zu Bob gelangen, ohne dass jemand anders diese Nachricht entschlüsseln kann. Was ist das Grundprinzip bei Verschlüsselung? Alice und Bob brauchen ein Geheimnis, das nur Alice und Bob kennen. Ne? Sodass Alice mithilfe dieses Geheimnisses die Nachricht verschlüsselt, an Bob schickt, Briefträger, Brieftaube, E-Mail, wie auch immer. Ne? Sie wissen ja, E-Mail ist auch unverschlüsselt, das heißt, alles, was Sie übers Netz schicken, E-Mail-mäßig und so, kann jeder lesen, der die Daten abgreift. Ne? Will man vielleicht nicht. So, also, aber okay, es wird verschlüsselt mit dem Geheimnis, wird dann über den Übertragungsweg, der prinzipiell unsicher ist, an Bob übermittelt, und Bob kennt auch das Geheimnis, ja, und kann sozusagen die Nachricht mit Hilfe des Geheimnisses wieder entschlüsseln. Das ist das Prinzip von Verschlüsselung. So, jetzt hängt die Verschlüsselung natürlich extrem davon ab, wie gut und sicher dieses Geheimnis ist. Wenn irgendjemand das Geheimnis zwischendurch rauskriegt, ist auch blöd. Also wenn irgendeiner zwischendurch die Nachricht abgreift,
Ja? Überfällt den Briefträger, schießt die Brieftaube ab, greift die E-Mail ab, wie auch immer. Ja? Jetzt brauchen wir irgendjemanden, der mit C beginnt, oder? Christian, ja, Christian. Greift sich die Nachricht ab, ja? Und will sie entschlüsseln. Dann soll natürlich Christian auf der einen Seite nicht einfach die Nachricht lesen können, die Alice an Bob geschrieben hat. Ja, ist ja verschlüsselt mit dem Geheimnis. Er soll aber auch das Geheimnis nicht rauskriegen können. Ja, wenn ich die verschlüsselte Nachricht habe und kann das Geheimnis ganz einfach rauskriegen, dann kann ich die Nachricht mit dem Geheimnis entschlüsseln, weil das Geheimnis nicht besonders sicher war. So, das ist also das Grundproblem bei Verschlüsselung. Wie funktioniert jetzt die Caesar-Verschlüsselung? Das ist ein Verfahren, wie man sowas machen kann, aber relativ unsicher. Das werden wir gleich feststellen. Also, wir haben eine Nachricht. Ja, eine Nachricht, und da sagt man häufig Klartext dazu. Ja, Klartext. Und der lautet, ich liebe dich. Ja. So. Das will Alice an Bob übermitteln, ohne dass es Christian rauskriegt. So. Das heißt, es muss verschlüsselt werden mit einem Geheimnis. Und das Prinzip von Caesar-Verschlüsselung ist das folgende. Mein Geheimnis ist eine Zahl, beispielsweise 3. Und ich interpretiere jeden dieser Buchstaben als Zahl. Ne, kann man ja anfangen, A ist 0, B ist 1, C ist 2, D ist 3, E 4 und so weiter. Und jetzt addiere ich auf den Wert der Zahl die 3 drauf, das ist mein Geheimnis, und kriege eine neue Zahl und damit auch einen neuen Buchstaben. Also ich rutsche einfach 3 nach rechts mit dem Buchstaben. Ne? Wenn ich zum Beispiel das I habe, I plus 3 ist J, K, L. Also der Geheimtext oder der, ja, die Geheimbotschaft. Schreiben wir Geheimbotschaft hier hin, oder? So, I wird zu K, C wird zu D, E, F. Da gerät man übrigens wieder in so Zählstrategien rein, ne? H wird zu I, J, K. Moment. Ah, I ist L. Genau, war schon falsch verschlüsselt. Ne? So. L wird zu M, N, O. I wird zu, haben wir schon, L. E wird zu F, G, H. B wird zu C, D, E. E wird zu, haben wir schon, H. D wird zu E, F, G. I haben wir schon, wird zu L. C wird zu D, E, F und H wird zu I, J, K. So. Also, Alice hat das Geheimnis, die 3. Ne? Und verschlüsselt jetzt hier diese Nachricht folgendermaßen. Ich liebe dich, wird auf jeden Buchstaben 3 draufgezählt und es kommt dieses Buchstaben, diese Nachricht raus. Und die wird jetzt in Briefumschlag gepackt und der Brieftaube übergeben. Bob erhält den Brief. Und Bob muss natürlich das Geheimnis kennen. Ne? Das heißt, Bob muss jetzt, er kennt die 3 als Geheimnis, kennt sonst keiner, Bob muss jetzt die 3 abziehen. Ja, okay, und Sie wissen, wie es läuft. Ne? Von L muss jetzt 3 Buchstaben nach links gehen, da bin ich beim I. Von F 3 Buchstaben nach links, bin ich beim C und so weiter und so weiter. Also zahlentheoretisch, wenn man das mal ein bisschen komplizierter betrachtet, ne? Dann habe ich eine Verschlüsselungsfunktion, die macht das folgende. Meine Verschlüsselungsfunktion ist eine Funktion von Z26 nach Z26. Ja? Ich habe 26 Buchstaben, also letztlich die Werte 0 bis 26 mit EC von X ist gleich X plus C Mod 26. Was bedeutet das? C ist mein Geheimnis, ja? Mein ja, Code, wenn Sie so wollen, mein Geheimnis. So, Chiffre. Ja? Chiffre. So. Ich will meinen Code, oder ich habe mein Geheimnis hier, das C, ne? Z26 nach Z26 heißt, ich nehme einen Buchstaben und addiere auf jeden Buchstabenwert von 0 bis 25, addiere ich C drauf. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen,
Also es gibt sozusagen jetzt in dem Fall 26 verschiedene Verschlüsselungsfunktionen, die möglich sind, wobei die E0 sinnlos ist, weil die Nachricht damit nicht verschlüsselt wird. Ne? So, okay. Fraglich ist natürlich, was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel Z, den Buchstaben Z, verschlüsseln will mit unserer Funktion E3. Ja. Was passiert dann? Z ist 25. Ne? Auf 25 wird 3 draufgezählt, das ist 28. Und 28 modulo 26 ist 2, also Buchstabe C. Es passiert also nichts anderes, als dass, wenn ich am Ende angelangt bin, vorne weiterzähle. Ne? Z wird zu C. Also von Z 3 weitergezählt im Ring bin ich bei C. Wenn ich von Y, X, Y, Z, Y bin ich bei B und so weiter. Ne? So, ja? Müsste es nicht Restklasse 25 sein, weil wir 26 Buchstaben haben. Wir wollen ja 26 Buchstaben kodieren, jeden mit einer anderen Zahl. Dafür brauche ich 26 Zahlen. Von 0 bis 25. Wenn ich modulo 26 rechne, habe ich die Reste 0 bis 25. Genau. So, und die Entschlüsselungsfunktion, Decryption, ist dann entsprechend eine Funktion, bei der ich C wieder abziehe. Ich rechne in Z26 und addiere auf der einen Seite C drauf und addiere auf der anderen Seite C und dann subtrahiere auf der anderen Seite wieder C, kann die Nachricht verschlüsseln und entschlüsseln, wenn beide Parteien C kennen. Ja? So, jetzt Frage an Sie. Warum ist dieses Verfahren nicht besonders sicher? Ja. Weil man den Schlüssel rauskriegen kann, indem man den Buchstaben anguckt. Bei uns in der deutschen Sprache kommt beispielsweise E sehr häufig vor. Man guckt dann an, welche anderen Buchstaben, genau. Nachrichten kommen häufig vor und welche so zurück. Genau. Christian greift die Nachricht ab, ne, und macht eine Häufigkeitsanalyse der vorkommenden Buchstaben hier. Ne? In der Geheimnachricht, guck mal, welcher Buchstabe kommt am häufigsten vor. Dieser Buchstabe ist mit großer Wahrscheinlichkeit das E. Ja? In diesem Fall habe ich jetzt halt zufälligerweise häufiger ein I, ja? Aber wenn Sie eine längere Nachricht haben, das ist eine Pipifax-Nachricht hier, ne? Wenn man jetzt eine richtig lange Nachricht hat, dann kommt das E einfach am häufigsten vor im Deutschen, also wenn ich weiß, dass die Sprache Deutsch ist, ne? Kann ich eine Häufigkeitsanalyse machen, sagen, ah, hier ist jetzt mein KE, damit kriege ich die Differenz raus, dann muss ich einfach nur diese Differenz abziehen und kriege den Klartext. Ja, ja, da gibt es ja nur 26 Möglichkeiten, das heißt, ja. So. Es gibt nur 26 Möglichkeiten, also wenn ich mir diese Häufigkeitsanalyse sparen will, probiere ich einfach alle 26 durch. Ne? Ich muss einfach den Geheimtext nehmen und 1 abziehen, 2 abziehen, 3 abziehen oder völlig wurscht, 1 dazuzählen, 2 dazuzählen, 3 dazuzählen, modulo 26. Alle Möglichkeiten ausprobieren, 26 gibt es, 25, wenn man sinnlose rausnimmt, ne? Und ja, dann guckt man sich an, wo ergibt der Text Sinn. So, also nicht besonders sicher. Insbesondere 26 Möglichkeiten ausprobieren, wenn man es nicht selbst machen will, lässt man es einen Computer machen. Innerhalb kürzester Zeit hat man da die Lösung. Also selbst wenn Alice und Bob ihr Geheimnis ganz doll geheim halten, ja, ist diese Nachricht extrem leicht zu entschlüsseln. So. Das heißt, wir brauchen andere Verfahren. Ne? Also wenn Sie Online-Banking machen wollen, dann verschlüsseln Sie nicht mit dem Cäsar-Algorithmus. Ja? Weil man da Ihre Kontodaten etc. pp. Pins und so weiter relativ leicht rauskriegen kann. So. Also das machen wir nicht, sondern lassen wir es so. Mhm. Ja. So. Eine Kleinigkeit noch nachgetragen. Ich hatte es gerade mit EC bezeichnet. Mit dem C bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Eigentlich wollte ich es EK nennen und DK, denn das Geheimnis bezeichnet man auch als Schlüssel oder Key. Ja? So. Also der Key, der Schlüssel
beim Cäsar, bei der Cäsar-Verschlüsselung ist eine Zahl, die beide kennen müssen. Das ist das Geheimnis, dieser Schlüssel. Ja? Kann man sich so vorstellen, man hat eine verschlüsselte Botschaft und mit dem Schlüssel, ja, kriegt man die auf. Ja, mit dem kann man die abschließen und aufschließen. Deswegen Key. Ja? Okay, der Key bei der Cäsar-Verschlüsselung ist eine einzige Zahl, das ist unsicher. So. Jetzt hat man sich im Laufe der Zeit Gedanken gemacht, wie kann man denn Verschlüsselung sicherer gestalten? Und eine